Okay, wo geht man denn zuerst hin? Ich nehme an, da sind Metalle und Datendisk und so ein Kram. Ja, jetzt musst du es nicht mehr. Immerhin kein Rancor. Wie kann ich die Karte nicht aufrufen? Weil hier irgendwo Viecher sind. Höhlenforschung ist erst dann lustig, wenn man auch was kriegt dafür. Oh, das sind eine Menge Skelette. Ein Mogu-Bau. Meistens, wenn auch nicht immer, macht ein Mogu seine Beute kampfunfähig, bevor sie in seinen Bau schleppt, wo sie dann nach Wunsch aufbewahrt und verzehrt werden kann. Der Mogu ist in diesem Bau ist offensichtlich ein guter Jäger. Ja, aber wo ist der Mogu? Das ist nur Hintergrundinformation. Ah, das sieht doch schon deutlich anders aus. Ist der Mogu vielleicht da oben? Let's take this to Domas. Hallo Mogu. Tschüss Mogu. Nein! Oh, der Nahkampfwaffen. Okay. That door wouldn't last against a roller mine. Where are we gonna find one around here?
Das ist eine gute Frage. Wo findet man hier eine Roller Mine? Ich sehe auch nichts, wo ich in der Nähe irgendwo eine klar machen kann. Auf der anderen Seite hier ist so ein Gedöns, aber das ist so ein Rundgeklettere. Das hat damit nichts zu tun, glaube ich. The fuck? Wo kommt denn der Shuttle her? Hier, dieses Gunship. Und der AT-ST. You know your way around Kobo, don't you? Fuck! Was hat ein ADS hier zerlegt? Ein Druidiker. Ich werde zu. Zwei Druidiker. Ich werde blöde. Warum sind hier so viele Druiden unterwegs? Hier sind Roller Mines, okay. Toll, zwei Druiden, die sich. Warum streiten, welches Modell schneller ist und welches nicht? Schön mitkommen. Was macht man nicht alles, um so ein blödes Item zu kriegen? Thank you.
Nice. We're going to die. Trust in the Force, Padawan. Santari Kris Schwert. Hier wurde es aufbewahrt, all die Jahre. Da fragt man sich immer, was wird eigentlich aus den ganzen Lichtschwertern, die ganzen Jedi verloren haben. Ich meine, viele davon werden mit Sicherheit eingeschmolzen werden oder sowas und Kyberkristall entfernt. Ich meine, der Todesstern wurde ja mit Kyberkristallen angetrieben. Zumindest laut Rogue One. Klappt euch. Threat. Okay, das hat auch funktioniert. Here, buddy. E3 VE3 E3 V3 Eigentlich sogar schlechter als ein Droidica. E3V3 ist ein individuell modifizierter Droidica, einer mit erweiterten Offensivfähigkeiten und verbesserten Kampfalgorithmen. Bemerkenswert ist zudem, dass der Droide ein weiteres Mal umbringen wurde, um an der Scheißtreppe festzuhängen, damit ich ihn in Stücke schneiden kann. Und Ravis ursprünglich Veränderungen mit neuer Logik und Loyalitätsprotokollen beschrieben wurde. Cool. Haben die hier nicht überlebt? Kam nicht rüber? Wo ist denn hier noch ein Kampf?
mich einen Kampf fest. Raus. Das ist doch jetzt eine Verarschung. Ich finde noch weitere Spinnenminen, aber... Mann. Irgendwas buggt. War das die Drohne vielleicht? Ja, das wäre jetzt eine echte Verarschung. Mir das selbst eingebrockt. Ich habe den nachgedacht, habe einfach stumpf gesagt, hacken und dann habe ich zu spät realisiert, dass es so eine Drohnen-Dings und dann eine Drohne ignorieren und. Oh, so lernt man. Ja, ich kann es gerne. Let's check it out. Thanks, BD. Ich habe die neuen Rollminen zu den anderen gebracht und sie haben sich sehr gefreut. Es interessiert sich mittlerweile für die seltsamen Würfel des Planeten. Also muss ich ja meine Aufmerksamkeit aufteilen. Ich gebe es zu, sie sind faszinierend. Ja. Ready to ride. Ich muss noch springen dürfen. Let's take this to Doma's. No scanning, okay, BD? Jetzt geht's ordentlich flink mit den ganzen Abklappern. Steady now. Ich habe meine Abkürzung freigeschaltet. Wohin bitte schön eine Abkürzung? Superbeine. Der Kollege wurde leichter schlagen.
Ich meine, es sind zwar immer nur die Skelette, die man sieht, aber trotzdem, einige Implikationen davon sind richtig hart blutig. Noch mehr von diesen Dingern. Ja, die Tür wird dort rot angezeigt, aber ich habe was dahinter ist. Da ist noch was. Ein Generator-Ding und hier hinten haben wir noch eine Wand zum Hochklettern. Ich glaube, das kenne ich sogar. Ja, genau, das Ding kenne ich. Da oben war ich aber auch schon. You know your way around Kobo, don't you? Ich weiß nicht, wie lange das hält. Okay, muss ich nach oben führen. No, no. Wanderer. Eigentlich kein Weg, den man lang gehen können sollte, aber ein Weg, den ich trotzdem lang gehe. Ich würde interessieren, wo führt denn das Ding hin? Irgendwie in den Fels. Aber ich war der Meinung, das ist irgendwo in der Kiste verbunden. Oh.
Da unten war ich schon mal, oder? Ja, genau, ich erinnere mich. Aber auch hier unten war, glaube ich, nichts mehr von Interesse. Ich hab mich nicht gesehen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es hier auf der Seite irgendwo eine Kiste gibt. Aber dann wo? Ich kann mir vielleicht vorstellen, oben auf diesem Plateau drauf ist die Kiste. Aber wie komme ich höher? Ich meine, das Kabel geht hier in die Wand rein. Aber darüber hinaus. Hinten auf einem der Hügel müsste auch ein Vogelnest sein. Oder, oh, Moment mal, der Turm vielleicht. Das wäre eine Option. Viel gesprungen, wo ich lang gehe. Oh, halt. Ist das die hier vielleicht? Na. Okay, wahrscheinlich sind die immer in Sichtweite, die Dinge, aber wer baut sowas? So völlig unnötig. Okay. Ich wollte gleich Schluss machen mit der Aufnahme. Halbe Stunde ungefähr. Die Kröte muss ich immer noch verhauen. Da habe ich keine Lust zu. Und ein Rancor war da auch noch, der auf mich wartete. Mindestens. Ich sollte noch mal in den Sumpf. Und hier hinten müsste ich auch noch mal hin.
Thanks, friend. Wo laufe ich denn jetzt mal lang? Das ist die wenigstens nervtönendste Route. Oh, wollen wir das Gunship nochmal angucken? Ich meine, das scheint ja nichts zu sein, was da schon vorher war. Oh, hier habt ihr auch Kugel. Warum greifen die Prealen das Windleben an? Sind die Versorgungsrationen so knapp mittlerweile? Au. Toss it.